Dieses Spiel ist der reine Wahnsinn. Für seine Grafikgranate Hellblade: Senua's Sacrifice schickt Ninja Theory eine psychisch labile Keltenkriegerin in eine Spielhölle, in der Realität und Albtraum zunehmend verschwimmen. Gleichzeitig will man mit Hilfe filmreifer Mimik die emotionalen Grenzen von Games ausloten. Alles dreht sich um die Psyche der Heldin Senua. Sie will die Seele ihres toten Geliebten aus der Hölle der Wikinger retten, droht aber im Angesicht skurriler Bestien und dunkler Magie immer mehr ihren Verstand zu verlieren. Um das Abdriften in den Wahnsinn so realistisch wie möglich darzustellen, hat Ninja Theory die hauseigene Videoexpertin und Schauspielerin Melina Jürgens zahllose Stunden ins Motion Capture Studio geschickt. Spezielle Kameras zeichneten ihre Mimik detailliert auf und übertrugen sie auf die Computerfigur. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern wiederum entstand ein komplexes Psychogramm der labilen Heldin. Das Ergebnis ist ein Konterfei, aus dem glaubhaft Kummer, Unsicherheit und Verzweiflung sprechen. Zudem wird Senua bei ihrem Weg durch das nordische Totenreich von flüsternden und niemals verstummenden Stimmen begleitet, die nahezu jede Aktion der Kriegerin ängstlich bis entrüstet kommentieren. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Senua, listen to me. Not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. Für den Spieler ist diese Erfahrung ähnlich anstrengend wie für Senua selbst, aber dadurch auch umso authentischer und packender. Nicht ganz so souverän gibt sich Hellblade auf spielerischer Seite. Die gelegentlichen Schwertkampfduelle gegen albtraumhafte Gestalten und Götter sind schlicht und zielen darauf ab, die Angriffe der Gegner vorherzusehen und im richtigen Moment zurückzuschlagen. Auch die Suche nach auffälligen Steinformationen oder umgestürzten Bäumen, die aus dem richtigen Winkel betrachtet Runensymbolen gleichen, ist wegen fehlender Orientierungshilfen auf Dauer etwas nervig. Absolut ungewöhnlich, verlorene Gefechte enden nicht mit dem sofortigen Ableben der Heldin, vielmehr schreitet eine in Senua schwelende Krankheit voran. Erreicht die Fäulnis schließlich das Gesicht der Keltenamazone, findet das Abenteuer ein jähes Ende und der ganze Spielstand wird komplett gelöscht. Das bedeutet, alles nochmal von vorne. Für all jene, die nach 7 bis 8 Stunden kurz vor dem Finale stehen, besonders schmerzhaft. All das macht Hellblade zu einem eigenwilligen Gesamterlebnis, das irgendwo zwischen imposanter Grafikdemonstration und interaktiver Traumastudie verortet ist. Als Spiel ist Hellblade mit seinen wenigen Action- und Rätseleinlagen sowie dem Verzicht auf übliche Mechaniken und Anzeigen dagegen ein sehr reduziertes Vergnügen. Dafür ist es den Entwicklern umso eindrucksvoller gelungen, den Leidensweg ihrer zunehmend verstörten Protagonistin glaubwürdig zu inszenieren und eines der intensivsten und bedrückendsten Psychospielchen des Jahres abzuliefern.